Ja, hallo liebe empathische Empathen, hallo liebe Freunde und auch hallo liebe Wutbürgerinnen-Follower, ne? Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, ne, warum ich hier auf meiner Toilette sitze, ne, und dieses Video aufnehme, ne? Das liegt ganz einfach daran, dass mir in den letzten Tagen etwas ganz, ganz doll auf den Magen geschlagen hat, ne? Und das muss ich jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten, ne? So, und zwar folgendes, ne? Mein Love Interest, ne, mein Schatzi, Christian Lindner, ne, der wollte ja hier in Hamburg, ne, einen Vortrag halten an der Universität, ne, aber durfte er nicht, ne, durfte er nicht, ne, mein Schatzi, ne, so, weil die Katharina Fegebank, ne, die zweite Bürgermeisterin, ne, und auch die Chefin von der Grünen hier in Hamburg, ne, gesagt hat, ne, das möchte sie nicht, ne, das möchte sie einfach nicht, ne, so. Und das ist mir halt ein bisschen auf den Magen geschlagen, ne? Deswegen sitze ich jetzt hier auch. So, komm hau nicht hoch vom Pott, ne? Deswegen möchte ich das Ganze jetzt mal mit meiner sehr, sehr lieben Freundin, ne? Katharina Fegebank auch klären, ne? Denn schließlich kennen wir uns auch schon ein paar Jahre, ne? Wir haben uns nämlich 2007 hier in der Denheide, ne? An der U-Bahn bei den Weltwirtschaftstreffen kennengelernt, ne? So, wir sind also von ganz weit unten. Und naja, gut, sie ist jetzt ein bisschen bei der Oma als ich, ne, aber vielleicht bin ich auch irgendwann mal zweite Bürgermeisterin, ne? Wer weiß, ne? Deswegen möchte ich sie jetzt auch einfach mal anrufen, ne? Mit meinem grünen Telefon, ne? Und da weiß man mal wieder, wie wichtig so ein grünes Telefon sein kann, ne? Haha. So. Und ich will jetzt auch einfach mal, ne? Die Nummer nach. Ich brauche hier in Hamburg keine Vorwahl, weil ich wohne ja selbst in Hamburg, ne? Deswegen will ich einfach nur gleich die richtige Nummer, ne? Die beginnt hier mit 3, ne? Ah, Freizeichen, weil ich habe die Durchfall, ne? Ja, hallo Katharina, hier ich bin's. Ja, Sven König. Wie, du hast ja schon mit gerechnet, dass ich anrufe? Ja, genau. Weiß auch, woher der Wind weht, ne? Ah, sie ist aber so klug, ne? Genau. Ist auf den Magen geschlagen, ne? Weißt du, woher der Wind weht? So, ja. Genau. Es geht um Krischi, ne? Da frage ich dich ganz echt, was soll denn das, ne? Warum sagst du dann nein, ne? Ich dachte, wir sind Freundinnen und wir machen sowas, ne? Ich meine, das ist mein Schatzi, ne? Das ist mein Schatzi. Das macht man unter Freundinnen so. Aha. Wie Bernd Lucke. Nee, ich dachte Bernd Höcke. Björn Höcke. Bernd Höcke, Björn Lücke, nee, wie das? Ich dachte, das wäre derselbe. Immer einer, das kann doch nicht, das können doch nicht zwei sein, die so ähnlich heißen. Und wie, darum geht's. Und der heißt, wie heißt der? Bernd. Aber wie heißt denn der andere? Björn. Ach, ich dachte, der ist auch Björn. Ich dachte eigentlich, das wäre derselbe. Na, ist auch egal. Aber da kannst du doch nicht nein sagen, das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Gut. Nee, finde ich blöd. Finde ich blöd, finde ich ganz echt. Das ist mir auch ein bisschen auf den Magen geschlagen, sag ich dir ganz echt. Nee, deswegen rufe ich auch an mit meinem grünen Telefon, ne? Und sitze jetzt hier gerade auf dem Port, ne? Und komme gar nicht hoch, weil das geht nicht, das geht nicht, ne? Das geht so durch, ne? Ja. Ja, ich hoffe, der kann jetzt auftreten an der Uni. Nee, kann er nicht. Wieso nicht? Oh, ey, Katharina, ganz ehrlich, wir kennen uns von der Weight Watchers. Nee, ganz ehrlich, wenn wir wirklich Freunde wären, ne, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen. Nee. Die Tränen auf Knopfdruck. Ich heul doch gar nicht. Nee, ich heul doch gar nicht, ne? Hab gerade andere Probleme untenrum, ne? Ja. Genau. Ja. Nee. Also, weißt du was? Nee. Ganz ehrlich, nee, ganz ehrlich, Katharina, ey, du bist echt scheiße, ne? Ich leg jetzt auch auf, ne? Ey, tschüss, 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 tschüss. Oh, liebe emphatische Partner, liebe Freunde, liebe Wutbürger, Follower, ne? Was soll das? Hab Katharina Fegebank gerade angerufen mit meinem grünen Telefon, ne? Und sie will meinen Freund, meinen Schatzi Krischi Lindner, ne? Immer noch nicht auftreten lassen an der Uni hier, ne? Sie hat mir irgendwas erzählt von der AfD und von Björn Höcke und Bernd Lücke und Björn Lücke und Bernd Höcke und. Oh, ich dachte, das wäre ein und derselbe, ne? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, ne? So,
Und warum und wieso und weshalb, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich meine ganz ehrlich, wer ist diese Frau, ne? Genau, sie hat genauso damals, ne? Genauso wie ich, auf dem Hamburger Berg im Ruschinski damals, ne? Vom Klo gehockt, ne? Und vom Alkohol kotzen müssen, ne? Und sie hat genauso wie ich, ne? Nicht in die Schüssel gekotzt, sondern daneben, ne? Sie ist eigentlich ein Mensch von nebenan, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Wenn ich irgendwann in Hamburg hier Bürgermeister sein sollte, ne? Und ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr ganz so lange hin, ne? Denn möchte ich, ne? Möchte ich werden, möchte ich Bürgermeister werden, ne? Oh Gott. Ne, ihr seht das, steckt mir immer noch auf dem Magen, ne? Steckt immer auf dem Magen hier das Ganze, ne? So, und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich scheiße, ne? Und deswegen, ha, sie kann sich jetzt mal hier nicht so aus der Affäre ziehen, ne? Meine ehemalige Freundin, Katharina Fegebank, ne? Ich werde das Ganze mit ihr klären, ne? Und zwar in einem Dance-Battle, ne? In einem Dance-Battle, weil alles andere wäre jetzt auch irgendwie utopisch, ne? Und blöd, ne? Deswegen, haha, werden wir das Ganze. Hat er schon so ein Trigema-Anzug an, ne? In einem Dance-Battle-Kern. Und ganz ehrlich, liebe Katharina, pack dich warm ein. Ich kann Breakdance. Ist so.